Hi, ich bin Stefan von Eltaco. Wir befinden uns hier heute in einem Eltaco Smart Home mit IKEA Fingerprint. Und wir zeigen euch heute die Funktion, die wir mit dem Fingerprint auslösen können. Mit IKEA und Eltaco haben wir zwei Firmen, die perfekt zusammenpassen. Jahrelange Erfahrung im Bereich der Zutrittserkennung und natürlich auch im Bereich der Gebäudeautomation. Wir sind seit über 70 Jahren im Bereich der Schalltechnik zu Hause und seit 15 Jahren im Bereich der Gebäudeautomation. Hier können wir natürlich die Beleuchtung, die Beschattung, die Heizung und die Klimasteuerung auch direkt übernehmen, aber eben auch über Controller mit den entsprechenden Sprachdiensten dann von Amazon oder auch von Google die Rasenmäherroboter reinfahren lassen oder natürlich auch eine Beregnungsanlage etc. darüber einstellen. Als Anwendungsbeispiel, wir kommen zum Beispiel nach Hause, über den Fingerprint wird automatisch das Garagentor geöffnet, die Beleuchtung wird eingeschaltet, die Beschattung fährt hoch und der Rasenmäherroboter fährt rein. Und wie das Ganze mit IKEA funktioniert, das zeigt euch jetzt Stefan von IKEA. IKEA ist ein biometrischer Zutrittskontrollhersteller aus Österreich und ich würde sogar sagen, ein Pionier der Biometrie für den Alltag. Unser Ziel ist es, mit der Biometrie das Leben eines jeden leichter, komfortabler und sicherer zu gestalten. Der Finger ist der Schlüssel. Mein Schlüsselbund habe ich quasi immer dabei. Ich kann ihn nicht vergessen, verlieren oder er kann auch nicht kopiert werden. Neben Design, Sicherheit und Komfort ist uns noch besonders wichtig die Integration ins Smart Home. Denn da sprechen wir von einem richtigen Mehrwert, denn die erste Aktion, wenn ich nach Hause komme, ist die Türe öffnen. Und deswegen sprechen wir bei IKEA vom Startknopf für die Hausautomation. Der entscheidende Unterschied ist, dass wir nur noch ein System haben und nur noch in verschiedene Bauarten unterscheiden. Da haben wir die D-Line für die Haustüre und die S-Line, wie hier zu sehen, für die Sprechanlage und die X-Line für den Wandeinbau. Alle neuen Produkte sind miteinander vernetzbar und können miteinander interagieren. Der Aufbau und somit auch das Erscheinungsbild des Fingerprints hat sich verändert. Der bekannte Zeilensensor ist rausgeflogen und neu reingekommen ist ein Flächensensor mit einer besseren Erkennung und besserem Komfort bei der Bedienung. Abgerundet wird das Ganze durch den LED-Ring, der uns dann die Rückmeldung gibt, ob ich rein darf oder ob ich draußen bleiben muss. Neu ist auch die IKEA Bionics App. Sie ist das gemeinsame Werkzeug für die Einstellungen, die Benutzerverwaltung und somit auch für die Einrichtung der Produkte. Und hier findet sich auch die Möglichkeit der Fernöffnung Ihrer Türen und Tore sowie die Möglichkeit von der Einstellung einer Push-Nachricht, wenn zum Beispiel Ihre Kinder nach Hause kommen. Der absolute Mehrwert liegt doch darin, dass ich Systeme miteinander verknüpfen kann und so Wege einsparen kann, Aktionen, Tätigkeiten, die ich machen muss, einsparen kann. Ein Beispiel, nehmen wir an, ich komme an einem regnerischen Herbsttag nach Hause, habe in der anderen Hand noch die Einkäufe, stehe vor der Türe und muss erstmal den Schlüssel suchen. Dann schließe ich die Haustüre auf und ich mache das Licht an. Ich laufe dann schnell zur Alarmanlage und muss den PIN-Code eingeben. Dann stelle ich fest, oh, ich hatte nasse Schuhe, jetzt ist der ganze Flur nass. Das kann wirklich irgendwie einfacher gehen. Und da denke ich, ist der Fingerscanner an der Türe genau die richtige Wahl. Denn da sieht es nämlich so aus. Ich komme nach Hause, lege den Finger drauf. Die Alarmanlage wird im Hintergrund unscharf geschaltet. Die Willkommensszene wird abgespielt und somit wird die Beleuchtung und auch die Temperatur an meine Bedürfnisse angepasst. Dieses Anpassen der Bedürfnisse an jeden Benutzer, das ist genau das, was den Fingerprinter ausmacht. Denn wir können individuell sagen, wer gerade nach Hause kommt. Und das ist Smart Home. Das ist wirklicher Mehrwert.